Jonas Fastback das Raid nennen? Na klar. Auch im F wird deutlich besser. Danke dir für den Reset, vielen Dank für die 5. Und Captain Reset, danke für die 12 Monate. Vielen Dank für ein Jahr Support, Gott liebt dich. Moin Tobi. Und mich schnell, danke für den Prime im 3. Liebe Leute, danke für die Subs. Enjoy the show. Das ist halt die Frage. Und wir können jetzt einen Bubble Pop. Wenn wir Smolder bannen? Ich würde immer noch Smolder bannen. Ob wir dann Leona oder Seraphine fast kriegen, ist mir eigentlich egal. Okay. Oder was denkt ihr? Wollt ihr Leona bannen, um Seraphine zu enablen? Die gute Wasser. Nee, mach ruhig. Euch Smolder bannen, wenn wir traden wir einfach die Champs. Nehmen wir lieber Leona oder lieber Seraphine? Seraphine, denke ich. Ja. Also eure Argumentation war auch schlüssig für mich, dass dem Gegner auch Value wegnimmt auf deren AD Carry. Wir nehmen immer sofort Seraphine, ja. Instalock. Okay. Ja, das ist sie weg. Ah, dann Leona. Nehmen wir jetzt Leona oder Corki? Leona. Leona, safe. Leona, okay. Du hast doch was gegen Corki, oder? Wenn die jetzt Corki picken, hast du doch was in der Mitte. Was hab ich dann? Tristana? Ja, du hast hier irgendein Champion, kann sicherlich spielen. Ich kann selber so drauf spielen. Ey, oh, der Ceri spielt leider nicht. Da musst du in die Mitte mit deiner Ceri. Fürs Mord schon. Mhm. Und wir haben immer noch Azure Open, ne? Azure-Bahn geswappt. Aber ja, ist ein bisschen genervt worden, aber ich trotzdem spielen. Das ist so geil gegen MF. Weil wir können richtig aggressiv spielen, ne? Doch, das ist schon geil. Ja. Die Sekundenjäger. Kani ist actually gut. Wenn sie. Ja, ne. Ich sehe dich ein bisschen auf Xin, glaube ich. Ich hätte Xin oder Vi picken, wenn wir Adi Jungle brauchen. Ich bin für Xin. Ich hasse Vi. Also okay, Xin. Mhm. Yo, Denisi. Oh, sorry. Danke für den First Time, Prime, dude. Wenn du nichts picken möchtest, also securen möchtest, dann können wir AD picken, ja. Ich meine, wir könnten auch Corki gehen, aber dann müsstest du AP-Bot spielen halt. Hab ich nicht mehr dann. Also Ezreal geht trotzdem. Okay, warte, er macht das Ding. Ezreal? Ja, gib mir Ezreal. Hättest du AP top gehabt? Ja, ne? Ja, ich kann Cannon, Gwen, Vladimir, aber nur Cannon ist ein richtig guter Line von den dreien. Rumble ist eigentlich auch noch auf Gang spielen. Stimmt, actually, wir hätten wir kennen picken können. Ja, alles am Fein. Also spielen jetzt, wir wollen immer noch Corki Mitte, aber brauchen wir noch mehr AP-Damage? Also soll ich für AP bannen oder was ist unser Plan? Mit Blue Side, ne? Das heißt, die Last picken wieder top. Ja. Wenn du also jetzt kennen möchtest, was musst du da bannen für? Jace von seinem Pool. Dann bannen wir doch Jace, oder? Also wenn wir für Toplane bannen und also Toplane ja wahrscheinlich blindpickt werden, dann ist Bans für mich gut. Jace und was später noch? Syndra ist sehr gut gegen uns. Ja, ich würde sagen, wir bannen Jace und Syndra. Und die haben keinen gebannt, halt. Oh, dann wir trotzdem Syndra. Syndra bannen ist trotzdem gut? Ja. Aber wir brauchen nicht unbedingt viel mehr Magic Damage, ne? Also Leona, Ezreal, das ist schon und decent. Was ist dein Second Most Played Victor, ne? LeBlanc spielt ja noch in Solo-Queue, aber ja. Ja, LeBlanc ist giga broken aktuell tatsächlich. Ja, deswegen sollte man. Ich finde LeBlanc ist auch ein guter Bann. Okay, aber. Okay. Aber macht der Blind Pick Top jetzt sehr hart, ne? Also. Ja, aber dafür wäre Tolkien LOL, oder? Okay. Ja, aber du wirst einfach Renekton gehen, oder nicht? Wenn du genug Magic Damage Mitte hast? Ja, klar, ich pick jetzt einen Magic Damage Dealer Mitte und du spielst einfach Renekton. Okay. Orianna wird noch gebufft, glaube ich auch sehr gut hier. Mhm, ich spiel Orianna, ja. Wenn man die lanen kann, weiß ich nicht. Ja, Ori ist fein. Aber ich meine, der wird ja wahrscheinlich Mitte jetzt hier sogar picken. Ja, muss er ja. Oh. Was hat ihr von Xerath hier gegen MF Ori? Ja. Ich finde Long Range fein, ja, kannst du machen. Renekton ist halt keiner Shit damit, aber das ist whatever. Mit dem Matchup gut, das machst. Give me the Xerath. So, für mich ändert sich nicht viel, ist aber der beste Blind. Wir haben keine Bans, also just pick Renekton. Honestly. Ja. Problem ist Renekton Duty auf Blue Side. Ja, könnt ihr ganz kurz in Game Pause, ich muss auf Toilette sprinten. Oh, Artox. Ich werde niemals rechts hier zurück sein, ich bin kurz auf K. Mama.
Das wird doch ein Late-Game-Angle, oder? Wann gehe ich jetzt Scattering? Ja. Full Late-Game hier. Full, gar nicht. Full, okay, dann gehe ich auch Gathering. Ja, lass uns zusammen gathern. Also, wir reißen es jetzt zusammen. Ein gutes Game. Umso schneller wir finishen, desto schneller sind wir in Mordhau. Geil. Und basically, wenn wir throwen und trollen, gibt's keinen Mordhau. Wie wär's mal, wir haben ein MOBA-Gauntlet. Wir gönnen uns Hots und Dota. Wie ist das? Und dann auch dabei. Und eine Runde Floppy Bird. Ah, okay. Jetzt Fall. Hast du mich verloren. Ich renn runter. Ich hatte gestern wirklich Schmerzen in meinem Zeigefinger, by the way. Ich hab, kennt ihr diese Voltaren-Salbe, die ältere Herrschaften für Gelenkprobleme nehmen? Mhm. Ich hab die bei mir rumliegen wegen, also weil ich halt diese Handgelenkentzündung hatte. Und gestern kam sie wieder. Gestern habe ich angefangen, da musste ich, also beim Floppy Bird Spiel musste ich gegenarbeiten. Ja, das ist so, ja. Die Floppy Bird Text. Also egal was passiert, um 18 Uhr ist die nächste Session, ne? Ja. Ja. Genau, das heißt, wenn wir jetzt durchkommen, dann können wir 2 Stunden MOBA oder Mordhau spielen. Minus Tolkien plus Sinibeb. Damit Sinibeb. Und wissen wir schon, sind die Gegner dann stärker oder schwächer als die hier? Naja. Es ist ja Winner Bracket, also sollten theoretisch stärker sein. Es ist ja, Winner oder Loser Bracket. Die sind ja schon ziemlich gut, ne? Sind sie? Ja, aber es ist ja auch, also es ist der 3-4 Playoffs. Da sind schon gute Teams dabei bestimmt. Scheiße. Können wir da nicht sogar gegen Stuttgart spielen? Ich glaube, die sind in unserem... Oh, bitte nicht. Die sind in unserem Baum. Aber es gab ein Tournament Spiel und die waren nicht in unserem Baum. Bis doch. Glück, ja. Doch, ich glaube schon. Ich glaube legit schon. Warte, ich schau jetzt nach. Ich glaube, die haben gesagt, dass sie in unserem Tree sind. Ja. Aber erst im Finale. So, ich schon. Stimmt, wir sind, gar nicht gegen Stuttgart. Die sind zwei über uns. Actually, wir spielen nie gegen Stuttgart. Ja. Wo sieht man denn den Tree? Prime Mix, Seite. 15 Minuten lang suchen. Top Lane, Toilet. Wir spielen gegen T-Int und Kanji Academy, glaube ich. Kanji, Kitty. Das ist dein Main-Team heute, ja. Grünberg. Grüß euch. Ali Grü. Ah, unser Top-Laner war schneller auf dem Klo. Let's go. Wir haben das. Die Rage spielt das Game ohne Hexflash. Denkt dran, ihr seht also nicht, wenn der Flash auf Downtime ist. Was Wild ist übrigens, ne? Was komplett. Wir können gegen Kanji spielen und das ist Team Remix. Remix? Echt? Cool. Oh no. Vor allem hat die Relics auch den längeren Flash-Cooldown. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hat die falsche Rune dabei? Der Kirsch-Kevin wird schon was wissen, mein Freund. Ja. Rede nicht über den Kirsch-Kevin so. Elfa ist doch auch so ein Typ. Respektier seine Jungle, Autorität. Ne? Elfa ist Gragas Jungle-Spieler. Ja, also gleich wie bei uns. Oh, den habe ich gespielt beim V9 Cup. Also, aber wenn wir heute und gewinnen jetzt beide, sind wir dann schon direkt weiter? Nein, da muss man im Finale noch spielen. Du musst auch noch ein Finale gewinnen. Richtig. Und das ist morgen. Und das ist dann morgen 14 Uhr. Ach du Scheiße, Bro. Wenn wir heute beide gewinnen, können wir morgen mit Tolkien das Finale spielen. But, which is kind of good. Weil morgen 14 Uhr ist dann Finale. Ja. Krass. Das wäre geil. Wäre perfektes Timing. Wir sind in Game, by the way. Nicht, dass jemand noch rausgetappt ist. Wollen wir hier 5 stacken? Sollte die Rail wieder drüber jumpen? Can do, ja. Yeah. Also hat sie gerade eben gemacht. Okay. Wir machen, ja. Und jetzt weiß sie es und flasht einfach sofort 5 Monster. Zack. Ich meine, unser Level 1 ist, glaube ich, auch besser als deren, oder? Wir haben ja, Ezreal. Wir haben ein sehr starkes Level 1, ja. Leone, Ezreal, Necton, ja. 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 Yo, hallo, Anmoderation. Willkommen beim neuen Video. NNO Alte Playoffs. Das war's. Mehr hab ich nicht. Schade. Retake Topside, oder? Wird vorne reingeschnitten. Ja, es wird vorne reingeschrieben. Ja. Ich hätte noch ein bisschen Yo, hätte ich noch machen müssen. Du musst die YouTube-Leute abholen. Hm. Ja, ich komm Topzeit zu ticken. Ja, aber zu zweit ist zu wenig. Also, vielleicht hätte ich ein neues Videon sagen sollen. Wir verschicken hier rein. Ist ja, glaube ich, sehr cool gekommen. Du läufst vor. Pass auf, dass sie uns nicht double killen. Ich bleib oben, du unten. W, though.
Wie sieht Prio aus auf den Lanes? Ich will direkt festchecken. Ja. Mitte hat Prio von denen, wenn er. Aber der hat letztes Game sehr passiv gespielt, also maybe. Ich hab auch Prio im Early Game. Auf Level 6 bin ich 10 mal stärker. Wir spielen für Level 2, wir gehen unchristlich rein auf Level 2, okay? Ich hab Q geskillt, Oh, schöner Pauk. Hat er schöner Cock gesagt? Ja. Oh. Mit der Lügentalkin. Er weiß deswegen, ne? Der Hose und so. Die Mountain war in Weibling. Sie war nie oben. Der geilste Move in Weibling war immer noch die Frostbogenschützin. Das werde ich nie vergessen. Die Frostbeule habe ich immer noch am Hinterkopf. Ich hatte die Bolle nur in der Hose. Aber hat es funktioniert oder hat es funktioniert? Na, deswegen beschwere ich mich nicht mehr. Ja, Mitte hat volle Prior von denen, leider. Also noch early. Das Chapter. Haben wir welche Info auf deren Jungle Start Time? Nope. Ja? Okay. Egal, der Full geht relativ langsam, ist fein. Nächster Play versucht Level 3. Ich gehe seine Crux checken, wenn ich sterbe, sterbe ich. Cool. Crux sind gone. Ihr mit Gott. Er pufft runter. Dann kein Play. Wir gehen 3 gegen 3 unten. Ja, wir fighten. Ja. Ist schon, dass wir auch in Time Level 3 hitten. Noriana ist so ein schöner Champion. Ich freue mich so, dass sie zurückkehrt in die Meta. Hoffentlich. Ist cool, auf jeden Fall, ja. Ein sehr, sehr schöner Champion. Ein neuen Gegenzuspiel. Tyrell hat gerade Try gewordet. Das auch. Aber ich finde trotzdem schön. Try is die warded. Aktuelle Midlane-Meta war so schlecht. Wir sollten fighten. Wenn die abhocken, möchte ich fighten. Ligo ist hinter mir, ne? Okay, wir müssen nicht deeper gehen. Uri kann tippen, theoretisch. Ich habe alles raus und wir haben keine Wave. Wenn Tyrell auf mich flasht, dann flash ich auch. Ich muss gleich einfach so flashen. Ich glaube nicht, dass wir auf die Royal engagen dürfen. Du musst deine Position früher abgeben, aber es Ich hab Raum für dich von deinen Topsack-Krabbe, ne? Dass du es weißt. Ja, ich laufe Topsack-Krabbe. Achtung, Vigo ist hinter dir. Oh. Ich auch. Ich glaube nicht, dass wir Topsack-Krabbe contesten dürfen, wenn dabei Wieso sind. Nicht? Oh. Ich meine, die MF, die verliert gut was dafür. Nein, Royal läuft wieder Bot. Ich bin viel stärker, ich move. Ich move kann jetzt auch noch Mitte, ich brauche unbedingt einen Outpush hier. Ich komme. Ja, wenn das macht, das da hinten. Ja. Du kriegst auf die Line, ich muss zurückgehen. Aber die Red ist, glaube ich, immer noch da, oder? Nope. Red ist Bot. Hat die Uri Flash? Diego war hier, ja. Ne? Vorsicht, Brücke, die haben mich Mitte jetzt gesehen, ne? Ich komme jetzt wieder nach unten. Bist du Danke, weil Freddy gesagt hat, er braucht einen Outpush, sonst ist er komplett fucked und Rel auch nicht da. Ja, das klingt gut. Die Rel hat den. Also, ich habe unbedingt Karding gebraucht. Ohne Karni wäre alles blöd gewesen. Wie so oft im Leben. Wie so oft. Ihr immer kleinen, eigentlich. Ihr kleinen Süßbärts. Kann ich mal einen Outpush nochmal? Ja, das ist irgendwie ein Midlane ein bisschen angenehmer mit einem Xerath. Lass die Welt durchkommen. Willst du dir keinen Grund geben, dass sie in der Lane bleiben? Ja. Okay. Ach, stimmt, du brauchst Zähne. Ja. Ruhe geht auch wieder bösen. Rel wird jetzt Tempo haben, die ist gerade hier. Actually nice Cessing, Brücke. Also, dass die Rel da Midlane gemoved ist, hat denen so viel gekostet, actually. Ja, bei mir auch. Also, schon, glaube ich, gut. Hier Dingenskirchens, Rel Tempo, Prio, was auch immer. Na gut, du bist 3 CS behind. Nein, und Botlane 14. Oh, ist alles, also, oh, die ist wieder mit. Shit. Ich bin auch gleich da, Ja, alles easy. Können Sie sagen, könnt ihr da Mitte Freddy covern oder wir spielen für meinen Lead Botlane? Beides geht. Ja, actually, wir töten den scheiß Lead. Wir töten jetzt einfach die Rail. Die hat kein Flash. Die ist einfach tot. Die Rail läuft aber da sind mit Vigo, ne? Zwei im River. Ich kann Rail, euch eher Vigo, Support Oriana geben. Ja, also, wir müssen schon aufpassen, wenn Uri auch da ist.
Ich geh auf sie drauf. Ich hab gerade eine Wave in meinem Face. Vorsicht, ne? Die wurden alle runter. Mhm. Können die Draken, oder? Vego ist hier. Ja, können sie. Ja, okay. Sie haben ja angefangen, aber sie... Wir müssen erst die Botten noch lassen. Ein bisschen raus. Wenn sie aber Drake machen möchte, dann würde ich gerne contesten, denke ich. Ich glaube, die machen den gerade. Ori ist nicht zu sagen. Ja, die machen den gerade. Ja, die muss zur Wave jetzt, sonst verliert sie viel. Wir fighten. Ich komme, moving. Go, Diego. Okay, mein Reset. Du nicht drin. Die Motivation war geil. Aber? Wir waren zu late, der Dragon war schon down. Ja, auch Unterzahl so. Wenn die Orianna halt Mitte viel verliert, dann müssen wir unten nicht mehr rein. Ja. Vego ist Mitte, die werden jetzt für Gubis gehen, Vego Flash. Ich hab Prio für Gubis, aber... Ich werde auch moven. Lauf dir entgegen, aber ich weiß nicht, ob es ausreicht. I'm moving as well. Ja. Orianna Flash. Und der EQ verkackt. Oh, der EQ verkackt die Arme. Oh, nee. Kann sie nicht, nein, der Ball war hinten. Sie kann ja, da muss sie halt eh nur einsammeln. Also, da kann sie nicht Flash queuen, wenn der Ball hinten liegt. Ja, sie muss weiterlaufen, bis der Ball zu ihr portet. Ja, ja, das muss sie machen. Verkackt. Ich dachte, Eden ist zu langsam. Brücke, bist du fein da unten, der Wave Stage? Ich hoffe so, ja. Cover, Midlane Connoisseur, da hört man es auch raus, der Mann weiß doch, was er macht. Wenn ihr die Rell seht, kann ich unten zurückkillen. Ansonsten. Nee, die wird hier sein. Die wird nicht hier sein, die wird unten sein. Weil okay. Gubis gone sind. Vigo hat auf mich draufgeschlecht. Ori auch. Ori auch, ja. Ihr könnt da top diven kommen, wenn ihr wollt, ihr beiden. Nee, ich muss Botlane gehen. Ich muss Botlane. Die alte Hater-Sau. Oder muss ich Botlane durch? Nee, ich hab die resetten. Ja, Tavis, wir diven nicht zu zweit. Ja. Bin gleich stark auf Eclipse, aber er wollte jetzt Ori ist moving to the top. Ich werde auch einfach runterperfen, ich hab alle Camps ab. Wir müssen extrem auf Vigo aufpassen, das ist echt schon strong. Ja, der ist sehr fett, ihr müsst aufpassen bei dem. Aber kein Flash gerade. Ja. Moin Meister. Nice. Was hat ein Torch-Game oder ein Ludens-Game? Also ich würde Ludens gehen. Ja, auch, ja. Aber bin auch Damage-Favorit. Rell ist auf Map. Die wird Midlane sein. Du kannst ein bisschen EP holen. Du bist mittlerweile auch wir konzentrieren uns aufs Game. Actually, voll wichtig für uns, ey. Vier, es stinkt nämlich. Für Mortau. Oh ja. Für Mortau auch. Ruhig keine Low hier. Brauchst du. Rell ist Mitte. 45 Sekunden, dann bin ich bot, ne? Wo ist Rell? Mitte. Die ist genau hinter dir. Hm. Kann ich kurz einen Watch stellen? Das wäre sehr, sehr zuvorkommend. Der wird Botzeitbusch, ne? Ah, oh, die. Oh, wir gehen rein. Ah, fuck, warum jetzt check ich das? Okay, das war Ignite MF-Ult. Scheiße, das war dumm. Ich hab meinen Buff geklaut. Brauch Hilfe. Ja, ich gerade dich. Vego, kein Flash. Good job, bitte. Der hat kein Flash. Gewinnt er da? Nope. Wow, my bad. Scheiße, ihr müsst, Leute, spielt. Vorsicht mit dem Vego. Schöner Flash, actually. Reicht nicht, ne? Oder das war ein Fehler. Dachte nicht, dass die mich one-shotten. Wenn ich meine Ult rausbekomme, bin ich, glaube ich, fein. Aber... Du kannst aus Base Topland dive, wenn du Bock hast, ne? Sag ich, wie ist das, Kammer? Ich kriege ihn nicht. Ah, dann mach ich wenigstens. Weiß nicht, ob wir sowas spielen sollten. Jetzt bin ich auch noch tot. Ah! Das, also... alles easy. Ich mach auch sehr, sehr strong. Musik ist an und rein in die Poke-Crew hier. Ich komm hoch. Wenn du direkt durchläufst, wir machen nur noch Defensiv-Plays, keine aggressiven Rotationen mehr, immer nur noch reagieren auf das, was die Gegner machen. Ja, das ist, das ist unsere Comp, Leute. Wir können nur im Renekton aggressiv spielen. Nur im Renekton. Wave ist leider ganz nicht gut. Nicht ist nicht gut. Ori könnte hochmoven. Rell wird auch weit weg. Ich zeig dich nicht. Mach Camps also von ihm, wenn du kannst. Malwert, ich hätte nicht gedacht, dass du die Wave ultet. Ich kann noch halten, eine Wave. Unterm Turm. Egal, ich gebe trotzdem eine Wave. Ist gut. Ori ist wieder da. Wir haben einen Drake. Wollen wir den contesten? Nein. Ich glaube, jetzt ist erstmal schwer, oder? Ja.
Also ich denke, Crossplay auf den Aatrox, wenn er keine Ulti hat, ist wahrscheinlich besser. Ist auch Full Damage. Kannst du mal den Topside-Camps machen und gucken, ob er frisch ist, ob er warm ist, ob er Bock hat. Ich könnte jetzt hochkommen zum Beispiel. Wollt ihr? Nein, Karma sollte erst bei den Camps machen. Also ist kein guter Turm zu retten. Also wenn er stirbt, wäre einfach nur von ihm. Should never die. Aber der war doch viel zu weit vorne. Also da hätten wir ihn schon killen können, oder? Niemals. Die Wave ist weg und er geht weg. Nee, also wenn Xin nicht seine Camp macht, sondern da ist hinter ihm. Ach ja, wahrscheinlich. Du musst doch nicht feststecken, Kani. Ja, aber jetzt weiß ich, dass sie an Dragon da sind. Die sind alle da, die wollen Dragon. Wir haben auch DP auf mir oder Vartrox. Wenn du jetzt cool hast, können wir gucken, ob wir diven können. Maybe mit Sensau Topside und Sphere Ult. Ja, also wir müssen ein Cross-Map-Play machen. Wir geben Drag ab hier. Mitte Schwert. Komm, ob du gleich warte, kommst bitte. Ich zieh mit nach oben und wir ficken den. Ja, ist nicht komplett wanted leider, aber let's try. Ja, ist honestly sehr harter Live-TDP. Raus. Ja. Gehen gerade drei Mann Mitte. Gut. Also Orianna wird wahrscheinlich runterkommen dann. Orianna ist top, der top TP. Oh, Orianna ist top, okay. Ich hab Ult ab. Push ich einfach Bob den Hard. Wenn ich noch weiter chasen, hab ich hier Clitschild. Lass dich versuchen zu chasen. Aatrox. Komm, fünf top. Nice. Schieb unten an, Brücke. Ihr müsst raus jetzt. Ihr müsst wahrscheinlich tot. Versucht Zeit rauszuholen und push Hardbot. Hard. Diego ist dann gut. Rihanna hat kein TP. Ich hab noch TP für Top, wir verlieren nicht so viel. Aatrox hat TP, ne? Also TP, ja, wir haben beide TP. Ja, sorry. Hilfe, sehr schlecht gegen meinen Champion später, ist not a bad. Ich hab zwei Patrix bekommen. Und wir haben 2v2 getradet und Sums von dem bekommen. Nice. Ich bin gerade. Artus Bot tippet. Ich kann Bot im Matchen gehen, Brücketon, oder was ist dein Plan? Ja, ich möchte nicht gegen Artus werden. Ich glaube, er ist sehr gut für, egal wer sie catchen geht, sie bounce. Aber sollte jetzt gecatcht werden, also. Ja, wir lassen frei die Mitte, denke ich. Ja, ich will Mitte bleiben einfach. Wollen wir hier gleich nochmal auf den Aatrox schauen? Nein, du spielst jetzt Topside Ferret. Ich hab DP Advantage Ferret. Okay, ich spiel Ferret. Okay. Ich versuche gerne nach oben zu parfen und dann können wir mit mir dafür spielen. Ich bin stärker. Die sollten für mich crossmappen, wenn die dürfen. Wenn ihr Toplane gehen könnt, für Ferret oder für Platten oder für Turm halt, ist gut. Die haben gerade Tempo Red, das heißt, sie können trappen somewhere. Ja, die wollen bestimmt Herald haben, oder? Dürfen sie nicht, sie haben kein TP. Wir haben TP Advantage. Mhm. Wir fighten. Ja, die sind sehr stark im Verbund. Warte noch, bis wir Leute sehen auf der Map, Leute. Dann hier hat gerade jemand was eingesammelt. Ja. Rel MF. Oh, wait. Aber warum sind die beiden denn hier? Kein guten Wort, aber ich kann euch nice, ja, ist gut. Nice. Lol, da haben wir mich gekriegt. Nice. Ich komme langsam, F ist schneller als ich aber, ne? Keep Wir müssen raus. Ey, ich glaube, es ist einfach ein Big Win already. Ihr müsst nicht. Es ist riesiger Bounty, ist fucking worth Botplate. Könnt ihr auch Ferret spielen, der Jungle ist tot. Ihr könnt Ferret spielen. Ja, ich hab's super. Wir haben immer noch TP-Warte, wir sollten einfach Ferret starten hier. Ich nehm Topwave und dann nehme ich, dann komm ich dazu. Ja, ich glaube, ich kann ja einfach, also ich glaube nicht, dass die Contesten kommen. Ja. Also wenn sie kommen, nicht da. Aber es ist sein Vorsicht. In dem Busch. Die kommen Contesten. Er ist Botlane. Die kommen contesten, du musst get ready. Sie nicht. Ja. Könnte ich in die rein move sogar? Ja, move in die rein. Ich gebe den TP-Wort, ich bin gleich da und ich kann noch mit dir TP. Wenn die contesten, ist es egal. Ja, zieh durch. Was? Nice! Fucking nice. Riesige Bounce nice. Nice Team, nice! Die Odi ist actually alleine oben gerade, ne? Ja. Das ist die gehen für deinen Red oder für dich Bot jetzt, Tolkien, aufpassen. Ich glaube nicht, dass ich hier sterben kann, I guess. Ich habe auch Herald. Falls die Botlane Play machen, nehmen wir Tier 2 auch. Ja, guter Call. Mag ich. Komplett rausgegangen. Ja. Kannst du direkt Heralden? Why not, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich will Call TP. Ich glaube, ich bin hart zu diven, wenn ich will Call TP durchkriege. Wenn mich jetzt diven, ist problematisch. Ich bin auch in Mitte diven, ne? Dive mich. Kannst du vielleicht Bot mit Ult gucken? Durch, weiter. Tier 2. Be ready, Kai. Ja. Kannst du mit Ult gucken hier auf Aatrox? Nö. Ah, okay, ist nicht reich. Okay. Wir diven. Ja, ich tu kurz Q-stacken. Nee, schade, good try. Wenn sie jetzt ablockt. Aber egal, wir kriegen Top 10 2 Turrets, it's not that bad. Nice Job. Und wir gehen raus. Wow. Alter, kein Cleanse, kein Ulti. Damn, ist die fett. Ist nee, wir noch Bot retten. Scheiße.
Ich habe sogar mein Flash verloren. Hm. Crazy, move auf die Mitte drauf, Kani. Ich glaube, wir sollten was probieren. Hier, kein Cleanse, right? Kein Cleanse, ja. Kein Cleanse. Ja. Ah, wegen ist hier. Renata. Will das auch. Trotzdem, ich DP Mitte, ich kann dich retten, wenn die fighten. Geh einfach raus, wenn du kannst, wenn du dich leben lässt, ist gut. Oh. DP? Vielleicht maybe? DP auch? Ja, DP auch. Ross. Brenner TP. Wir können nicht wirklich crossmappen für Drake, ne? Wir können aber nicht Drake fighten. Ich geh wieder hoch. Ah, wir haben eigentlich kein Play einfach. Ich meine, das ist dritter Drake, ne? Aber wir kein Play. Ich werde sogar noch sterben. Ja, lass uns bitte mit Wave pushen, right? Shit. Wenn der Virgo ist vielleicht auch, ne? Er ist tatsächlich relativ squishy, der Virgo, Tower. Ja. Ja, ich komm hier zu euch. Die sind hier zu fünft, die sind zu fünft. Alle fünf da, ich kann nur slowen. Ah ja, ich hab gefreut. Ich würde sterben. Und belohnen. Oh, Brüggeton? Ich habe leider keine Ahnung. Oh, schade. Nice. Ja. Immer, nein, zwei, not a bad. Wenn die jetzt Drake machen, kann ich gleich für den Stil gucken, ne? Die sollten ihn jetzt nicht machen. Ich habe kein Crossmap-Play, also ja, spiel Botzeit, wir haben kein Crossmap, also mach. Die werden Mitte Tier 1 spielen. Wir könnten versuchen, über Bot zu eröffnen. Die, also, oder fighten halt. Wenn Kani mit mir mitkommt, Kani, wenn du hier durch den Trabush. Ah, die haben mich gesehen. Aber oh, ja, wir gucken, ob die Drake halt straight start und der Jungler. Es klappt eh nur, wenn die trollen. Jop. Ah, die machen einfach, oder? Ja. Wenn sie nicht rausbrüllen, zähle ich ihn. Ah, der ist aber weg, glaube ich. Ja, aber. Ich hatte gehofft, die warten auf Diego, dann welchen Time. Oh, nice, die trollen. Let's fucking do this. Wir kommen aus Base. Wir flippen den Chat, let's go. Wir sind ne? Auch noch nicht Base, die waren nicht Base, das ist gut. Das also wir, glaub, wir moven. Ich hab nicht wirklich bekommen, Schere. Schade. Ja. I think that's pretty tough. Oh, die Artillerie. Nice. Das ist gut. Gewinnt ihr. Big. Nice. Hier ist Arthrox. Richtig. Ja, das ist so huge für mich, ja. Alter. Und 8 Sticks. Holy moly. Hey, live in the freeze, homie. Hab dich. Geh ich hier Shadowflame oder geh ich hier Horizon? Oder Rubber? Das wüsste du. Genau, ja. Aber ich geh einfach Rubber. Also wir sind ja committed auf den Full-Scaling-Plan, ne? Ja, tatsächlich. Das aber ich glaube, der lebt nur, wenn du so viel Damage machst, wie du kannst, früh, honestly. Wir brauchen dich unfassbar dringend. Ja, 3 Minuten auf Mountain Soul. Dann muss ich Horizon gehen, ne? Die Rail muft hier rein. Ich hab Horizon dann. Aber ich hab fast Rabat und ich hab's halt fast. Das ist super. Ah, das ist sofort Mitte. Wenn du 3 Minuten bekommst, ist fein. Und den Nash-Engel direkt? Ich hab die Spiele mit Top Tier 1. Ich hab 20 SDP, Arthrox geht Base gerade, aber should be fine. Oder machen die wirklich gerade Nash? Nee. Gut. Die sind hier 3 Mitte gerade. Wir werden für dich gucken. Mach richtig viel Schaden schon jetzt. Wie geht Botzeit, der gibt schon mal einen Redbuff, ne? Können wir dann hier auf die Rail, wenn die. Ah. Ja. Wenn der mich ganken kommt, können wir Nashen? Vorsicht, ich lebe relativ lange. Das können wir nicht. Die werden dich unten. Nein, wir können nicht nashen. Wir können nicht nashen. Okay, dann hoffen wir, dass er mich nicht gankt. Ich schau mal, ob die hier noch irgendwo ist. Ja. Nee. Ja, ich bin mal einiges schwächer, Botanist. Ist hier drinnen. Rell ist da und F. Die werden vielleicht Mitte diven, ja. Mit alleine, ich kann nicht an die Waves tippen. Wir können auf Bottom auch durchrotieren. Also, we need you guys on Bot-Side.
Wir werden wahrscheinlich hier zwei Bot jetzt spielen, ja. Rav ist erstmal noch weg, hier. Naja, ich glaube nicht, dass sie. Achso, jetzt kann sie hier sweepen? Nee, ich hab keinen. Alles ist trotzdem rein, oder? Orianna top. Wir schützen den Check. Ob wir retanken dürfen. 2 Minuten, Drake. Ja, wir müssen das Top-Lane-Problem auflösen, dass ich keinen TP habe, ne? Ja, wir müssen wahrscheinlich gleich suppen. Ja, wir versuchen, Brücke Bot zu senden und über Bot zu eröffnen. Serat einfach isoliert mit und hoffen, dass Serat Ult reicht. Aber ich glaube, dann nashen sie einfach, oder? I mean, sehe das schlimmer, oder? Also, weiß nicht. Ist hart zu spielen. Ich weiß nicht viel. Ich brauche eine Wave, dann habe ich Rabadon, wenn ich alles verkaufe. Wir haben auf jeden Fall Top-Lane-Brücke. Dann mach dir das Camper an, wenn du willst. Hier ist Rell. Achtung, hier Arthas, Rell. Scheint gebased zu sein, ebenfalls. Wollen wir den Fight versuchen zu nehmen? Schade. Nee, gerade. Wenn wir jetzt den Fight nehmen, ist nicht zu bad. Ja, weil ich hab Rabadon selbst. Weil er Death Cap hat. Okay, ich hab keinen Mana. Ruhig, bleib mal kurz Top Lane. Lass kurz versuchen, die zu cheesen. Du musst diese eine Wave hier noch nehmen. Halt dich mal auf der Wave, als würdest du die ganz normal farmen, einfach, okay? Das ist TP, ja, okay. Da schweig ich doch hier rauf. Sie reagiert wirklich nicht so. Zeigt euch mal auf Wards, zeigt euch mal auf Wards. Kani und ja, Kani. Nee, sie ist raus. Die macht Crux. Oh, warte, vielleicht noch nicht raus. Ich hab schon mal geootet für Fury. Ich bin auch hier. Ja, aber du sollst das deswegen Seele in 40, das ist, Leute. Das ist ja Bertus. Die sehen mich die ganze Zeit. Hier hat mich der Ding auch gesehen. Ja, also, Seele in 40, genau. Halt weg von ihr, damit sie sicher fühlt. Das ist doch die Idee. Okay, Leute, jetzt selber vor, zusammen Mitte right. öffnen, oder? Mitte öffnen, in den Weg reinspielen. Sie ist alleine. Mit Pokerbeiten. Noch eine Q. Eine Q. Mein Goat. Oh, Brücki, mein Brücki. Oh, Brücki, mein Brücki. Nice. Oh, okay, jetzt nashen wir. Oder was der Call? Nee, wir nashen nicht, wir nehmen Top-Turm, wenn wir können. Aber schaffen wir nicht ganz Brücki dann. Aber die kriegen halt Seele. Ich guess, ich muss irgendwie den stealen. Vego ist auf Midlane Wave. Arthas ist top. Ich kann leicht TPen. Wenn du Arthas ein bisschen halt lieber, behalt dir aber Warmbrücke. Auch nicht lieber bei Frieden. Du bist nicht mein Drake. TP vielleicht zum Drake. Vielleicht können wir 4 gegen 4. Oder 3 gegen 4. Orianna ist tot. Ich kann gleich rein TPen. Halt ihn warm, halt ihn warm. Ich glaube, die warten auf Orianna, ne? Weil der TP. Ja, dann sollten wir fighten, wenn wir können. Er ist sehr warm. Ja. Ist das so warm, dass er dich tötet? Oh, scheiße. Okay, shit. Das ist zu warm. Ja, der Play ist nicht mehr gut. Wir hätten ihn 20 Sekunden früher machen müssen. Wenn wir halt sie hier killen, statt dass sie Crux farmt. Das, wenn ich den Steal kriegen, die halt danach Nash, ne? Ja, aber das ist trotzdem rough. Also der Mottenseele ist terrible für unsere Kommen. Versuch's, Karma. Du hast eine Blast-Kommen, wenn du willst, mein Freund. Vielleicht kannst du rausflashen. Ich lauf mal rein und guck, was passiert. Ich glaube, honestly, wenn du für Drake stirbst, ohne dass jemand anders stirbt, können wir Nash verteidigen danach. Mein Take. Ich werde eigentlich schon mal recoilen für Wards. Ihr macht das. Wir wollen ja eh nicht fighten, right? 2K, 2K, go, 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 go! Nice. Oh mein Gott, nice. Jetzt raus. Und raus, raus, raus. Ich bin probably slitted, oder? Mal gucken. Nice. Und wenn ich kann und jetzt dürfen wir Nash. Ja, das so das geil. Schön, Karma. Rell hat schön, keine Ult. Schön. Mein Damage ist absolut disgusting jetzt. Kann nicht vieles, aber ich kann wegen des zweiten. Alles gut, Bro. Warte. Ich hab einen Blue Trinket, wir haben Freddy's noch nicht ab. Die will reinflashen, glaube ich. Die will reinflashen. Ja, ja, gut. Oh, das ist nicht gut. Nur ein bisschen Chunkies. Nein, ich versuch. Okay, Chunk. Gut. Ich geh Botlane durch, actually. Oder? Oh, nee, vielleicht wir leben. Nächste Wave. Oh, ich kann nicht. Ich muss raus. Nicht. Oh. Ja, I didn't know, dass die Vision hat. My bad. Leb wieder, da. Ja. Wir gehen trotzdem viel Nash, ne? Wir haben keine Ults mehr. Aber wir haben TP Renekton. Ah, trotzdem. Def 30, Def Timer. Oh, er hat keine Ult, sie rettet auch keine Ult. Maybe du wirst. Die haben gestartet. Ne? Das ist Bullshit, das ist Hilf. Holy shit. Wow. Oh, das ist ein Schwachsinn. Oh, das ist echt verrückt. Oh, halt die Bot-TP Freddy und einfach Turm nehmen. Na, ist eh weg, oder? Ja, du kannst Bot-TP wählen, ja. Nee, ich wär's in 10 am Leben. Okay. Soll ich Bot-TP wählen, meinst du? Ja, ist jetzt auch jetzt die Wave probably gone. Aber ich werde so oder so TP, dass wir irgendwas kriegen. Also vielleicht können wir Tory Defense spielen, mal sehen. Da, wir haben einen guten Draft dafür. Rell hat kein Flash mehr. Wollt ihr versuchen, die Person zu catchen, die gerade in TP's? Atrox. Könnt ihr killen? Ich move hier. Also ist halt ein bisschen verzweifelt, ist es, will ich nicht unterschlagen, aber. Oh, der ist Level 16.
Oder als Havia. What the fick? Na, ich move dir entgegen. Ich komm auch. Ja, er hat den Trade verloren und es ist nicht so geheimer Play. Aber mal gucken, ob es klappt. Ja. Ist okay. Ich versuche mich auf irgendein Wort zu zeigen hier drüben, dass er die Wave contestet. Ich versuche das. Ja, ich bin auf Pink Quad, geil. Bleib da. Ich laufe zurück Richtung Try. Aber er wird nicht mehr alleine sein. Er wird nicht mehr alleine sein. Ja, der kommt nicht nach vorne. Alleine, ja. Du kannst unseren Blue, glaube ich, kurz machen. Nee, kann ich nicht, weil da oben Leute sind. Aber Nash buff. Orianna und Vego waren da. War echt sehr geduldig gewartet, Holy Moni. Vego ist Mitte mit FMF. Rell, die gehen dir zwei Bots, glaube ich. Wir sollen zumindest hart machen, dass sie den nicht instant kriegen. If we can. Gut, wir können mit Wolf übernehmen. Das ist ein Ort. Vego hinter uns. Brücke, Vorsicht. Vego. Oh. Ja, einfach unter Turm gerade, die Gegner. Okay Vego, keine Ult. Was, wenn wir einen Turm gerade kriegen mit Nash? Wir zu 5 Bot halten dürfen, ist gut. Irgendwer muss Mitte halt halten, wahrscheinlich du, Torgin. Ja, schaffe ich nicht. Einer von euch bei mehr Wave, denke, oder? Ich bin useless Mitte. Ja. Wir Brücketon. Nur Diego und der Wave sind nicht sinkt. Brauchen jetzt Brücketon wieder Bot, wenn wir können. Ich und unser Turret. Weil wir halt reingehen, ne? Ja. Ja, müssen wir spielen, mal gucken, ob es klappt. Muss Bären nicht stehen. Ja. Versuchen nächstes damit weg zu sein. No. Die sind nicht gesinkt. Der hat keine Ult. Wenn du ihn stunnen kannst, ist er vielleicht tot irgendwo. Nice. Weiter fighten. Spielen, glaube ich. Arthrox maybe? Go, nee, Arthrox nicht, vorne von deinem. Rell. Ich hab Stun gleich wieder, das ist playable. Jetzt noch playable. MF Ult. Oh ja, MF. GG's. Ah, was a good try. Aber es ist jetzt schon Best of 3, right? Es ist nicht. Es ist Best of 3, ja. Geil, das ist echt immer cool, dass es nicht dieses Best of 1 Scheiß ist. Nein! Well, GG's. Okay. Aber das ist Info, würde ich sagen, ne? Das wäre 1-1, oh mein Gott! Alles entscheidet sich im letzten. Du hast Red Team? Aber erstmal Bands. Dann müssen wir Seraphim bannen. Dann müssen wir die Bands umstellen. Ich würde gerne MF bannen. Das Ding ist, wenn Blueside uns nichts bringt, nachdem Seraphim gebannt ist, was ist dann der Vorteil von Blueside? Da habe ich nur gedacht gerade. Ja, nehmen wir Redside safe. Ja. Nehmen wir Redside? Ja. Wir haben keinen Prior Pick außer Seraphim, der. Doch, wir können doch selber. Können wir nicht selber MF nehmen? Aber es kann, der Champ ist nicht OP. So. Doch. Nein. Ich finde, das ist sehr schwierig, auf Champs immer zurückzuführen. Also wir haben gespielt wie Hundesöhne und das ist auch einfach okay, aber es ist nicht Champ-lastig. Also es hat nichts mit MF zu tun, dass wir dieses Game hier verlieren oder nicht zurückholen können oder sonst was. MF ist ja easy targetbar. Es ist einfach nur, dass wir extrem schlecht gespielt haben. Wir sollten auch 3-3 Botlane niemals verlieren, aber es ist halt, also kam es rein mit dem Jungler und Den Rest hilft jetzt nicht. Und ich glaube, dass wir einfach Redside nehmen können. Ich sehe keinen Nachteil halt. Also, okay, wir müssen vielleicht selbst Seraphim bannen, wenn das der Nachteil ist, oder was sonst? Ja, wir können Seraphim bannen, Leona bannen und haben wir noch Jon bannen, Sunder bannen, was immer wir wollen. I think it's fine. Ich finde es auch faires Assessment. Aber das Ding ist halt, wir sind ja auch nächste Runde nicht Main zusammengespieltes Team, also wird es nicht so viel dran ändern, right? Nee, aber wir können einfach reaktiver spielen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt in Sao Leona gehen, wenn wir sowieso nicht eingespielt sind. Dann können wir einfach reaktivere Schimpf spielen. Ah, ist klar, Chef. Find ich gut. Können einfach Corki Mitte slammen. Finde ich cool. Tatsächlich. Fein. Einfach